Hallihallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Weekly Windeck. Heute geht es um die Trennung eines deutschen YouTuber-Paares, den Ida Hobbit, einen Tag gegen Queerfeindlichkeit. Außerdem geht es noch um den Ticketverkauf für den Schulball und um den 26. Mai, den Vatertag. Am Donnerstag diese Woche, am 26. Mai, ist Christi Himmelfahrt. Deshalb ist diese Woche kürzer als sonst. Am Freitag ist nämlich Brückentag. Und nicht vergessen, Christi Himmelfahrt bedeutet auch Vatertag. Vielleicht fällt euch ja was Nettes dazu ein. Außerdem verkauft die SMV diese und nächste Woche in der Aula unter dem schwarzen Brett Tickets für den Prom. Ein Ticket kostet 5 Euro. Legt euch am besten euer schickstes Outfit schon mal raus und übt die Tänze aus dem Messenger. Wir hoffen, dass nicht nur Schüler und Schülerinnen, sondern auch Lehrer und Lehrerinnen zahlreich erscheinen. Nach 2 Jahren Corona können wir endlich wieder den Schulball ausrichten und freuen uns deshalb sehr. Von Schülerseite haben wir schon viel Begeisterung wahrgenommen. Wir hoffen, dass sich diese auch auf Lehrer und Lehrerinnen ausweitet. Ihr habt sicher vom Tag der offenen Ohren am Samstag gehört. Es gab eine große Versammlung in der Erlenstraße mit vielen interessanten Auftritten verschiedener Instrumente. Außerdem konnte man selber viele Instrumente ausprobieren, um für sich vielleicht das passende Instrument und somit auch sein Talent zu finden. Letzte Woche, am Dienstag, den 17. Mai, war der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit. Der Ida Hobbit soll durch Aktionen, mediale Aufmerksamkeit und Lobbying auf die Diskriminierung von Menschen aufmerksam machen, die von der Hetero- und Cis-Normativität abweichen. Das Datum wurde gewählt, um an den 17. Mai 1990 zu erinnern, an dem die WHO Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel für Krankheiten gestrichen hat. Transsexualität wird dagegen erst seit 2018 nicht mehr als Krankheit gelistet. Anlässlich des Ida Hobbit wurden an vielen öffentlichen Orten, wie zum Beispiel dem Innenministerium, aber auch unserem Rathaus in Bühl, Regenbogenflaggen gehisst. Aber warum ist der Tag auch heute noch wichtig, wenn weder Homo- noch Transsexualität als Krankheiten zählen? Zum einen muss man beachten, dass es immer noch in vielen Ländern problematisch ist, queer zu sein. In 72 Ländern ist Homosexualität immer noch strafbar. Die Todesstrafe gilt in 11 von ihnen. In Polen gibt es LGBT-freie Zonen. Schwul ist heute immer noch eine Beleidigung. Unsere Gesellschaft tut so, als würde es intergeschlechtliche Personen, also Menschen mit weder eindeutig weiblichen noch eindeutig männlichen Geschlechtsmerkmalen, nicht geben. Selbst in Deutschland werden queere Menschen noch extrem diskriminiert, wie zum Beispiel bei der Wohnungssuche. Es besteht immer noch das Transsexuellengesetz, das Transpersonen diskriminiert. So bestimmen zum Beispiel RichterInnen nach zahlreichen teuren, diskriminierenden Gutachten darüber, ob Transpersonen ihren Geschlechtseintrag ändern lassen können. Also, was sagt ihr? Ist es wichtig, dass es noch Tage wie den Ida Hobbit gibt? Reicht das Hissen einer Flagge als Symbol überhaupt? Oder würdet ihr euch mehr Zeichen gegen Queerfeindlichkeit wünschen? Ab sofort kann man jetzt in den Fluren neue Bilder betrachten. Geht doch mal durch die Gänge und werft einen Blick auf die Kunstwerke.